Der ADAC hat 30 verschiedene Kindersitze in allen Größen für Kinder von 0 bis 12 Jahren auf Herz und Nieren getestet. Hinsichtlich der Kriterien Sicherheit, Bedienung, Ergonomie und Schadstoffgehalt wurden die Sitze im ADAC Technikzentrum geprüft und bewertet. Die Ergebnisse variieren dabei teils deutlich. Das Ergebnis ist insgesamt positiv. Wir haben für jedes Kind, für jede Altersgruppe verschiedene gute Sitze, unter denen die Eltern aussuchen können. Ein Sitz hat sogar einen sehr gut bekommen im Test. Vier Sitze fallen leider durch und sind nicht zu empfehlen. 19 der getesteten Sitze erreichen das ADAC-Urteil gut, 6 Modelle ein befriedigend. Testsieger ist der Cybex Anoris T-Eyesize für Kinder von 15 Monaten bis etwa 6 Jahren. Der mit sehr gut bewertete Sitz hat einen integrierten Airbag. Der Airbag reduziert die Belastungen am Dummy. Das heißt also, das Verletzungsrisiko fürs Kind beim Unfall ist sehr gering. Er hat außerdem eine sehr gute Anzeige, die überwacht, ob der Sitz richtig eingebaut ist oder nicht. Das heißt also, auch die Gefahr der Fehlbedienung ist gering. Und deswegen hat dieser Sitz als einziger einen sehr gut bekommen. Der Airbag wird nur bei einem Frontalaufprall ausgelöst. Beim Seitencrash bleibt der Airbag geschlossen. Trotzdem ist das Verletzungsrisiko fürs Kind sehr gering. Nach einem Unfall muss der Sitz erneuert werden, wie übrigens jeder andere Kindersitz auch. Einen Nachteil hat der Cybex Anoris T-Eyesize jedoch, seinen hohen Preis. Der mit sehr gut bewertete Sitz kostet 700 Euro. Er bietet einen sehr guten Schutz beim Unfall. Das Fehlbedienungsrisiko ist gering und deswegen hat er eben als einziges Produkt einen sehr gut bekommen. Es gibt aber auch andere Alternativen, die vielleicht etwas günstiger sind. Das heißt also Kindersitze, die entgegen der Fahrtrichtung einzubauen sind, schützen das Kind auch gut oder teilweise sogar sehr gut beim Unfall. Allerdings ist dann da vielleicht die Bedienung etwas mühsamer, das Anschnallen des Kindes ist aufwendiger und die Gefahr, dass man einen Fehler macht, zum Beispiel die Hosenträgergurte nicht straff anzieht, ist vielleicht etwas höher. Schlusslicht sind der Kindercraft Comfort Up und der Walser Kids Experts mit jeweils der Gesamtnote 5,5. Vier der getesteten Kindersitze werden mit mangelhaft bewertet. Sie sind nicht zu empfehlen. Die Gründe dafür sind entweder hohe Belastungen beim Seitenaufpralltest oder die Schadstoffbelastung. Bei den schadstoffbelasteten Sitzen haben wir Flammschutzmittel gefunden und diese Flammschutzmittel begünstigen Krebserkrankungen. Den ausführlichen ADAC-Kindersitztest 2022 mit allen Ergebnissen finden Sie wie immer unter www.adac.de.